es klingt halt alles so weich, weil wir mit so unscharfen Zusammenhängen umgehen. Und das ist was, was aus der, in der Wissenschaft und damit leider auch in der allgemeinen Bevölkerungsbildung erst spät angekommen ist. Wiener Kybernetik, komplexe Systeme, dann Biologie, Verständnis von Regelkreisen und all sowas. Weil der Körper ist halt nicht so maschinemäßig, sondern eine sich selbst reproduzierende Maschine, wenn überhaupt, ein Bioprozess. Und prozessuales Denken und prozessuale Systeme, offene prozessuale Systeme verstehen ist. Und das hier auf der Wiese. Aber so wird dann auch deutlich, wir sind nicht auf dem Weg, Form kann ich fertig. Es ist wirklich ein Kennenlernen des Prozesses, Lebensprozesses Geist, Körper, deiner. Ja. Und da die Randbedingungen, wenn man im wissenschaftlichen Zusammenhang bleibt, langsam so anzupassen, dass sich der Prozess in ein gesundes, effektives Equilibrium bewegt. Klingt alles sehr merkwürdig, aber es ist das, worum es geht. Also nicht dieses Monokausal, Lichtschalter an, Birne brennt. Sondern eher Multi-Zusammenhangskomplexitätsdenken. Habe ich von keinem Tai Chi oder Qigong oder Yoga-Lehrer je gehört, sowas. Ist mein spezieller Ansatz. Ne? Egal.